Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rise of Industry hier aus Tier Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir schauen so langsam zu, nach dem Neustart, nachdem wir den Patch gekriegt haben, haben wir jetzt hier schon keine Abnehmer mehr. Das habe ich mir fast gedacht. Mit dem Holz, da müssen wir uns mal zusehen, wie wir da noch weiterkommen. Und wir gucken, was hier unsere Fischer machen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ist noch nicht viel im Speicher, das heißt hier Brick wächst und 7,5% und wachsen. Sehr gut, das heißt, wir wollen bald hoffentlich mal mehr Fische haben. Gut, was ist das hier für ein LKW? Wholesaler, Brick, Farmers Market. Hm. Keine Ahnung. Also der Allesverkäufer. So, hier läuft es einigermaßen, oder? Drei Felder, ja, drei Felder sind am Arbeiten, sehr gut. Das heißt, hier reicht es erstmal mit dem Wasser und die Paper Mill hat auch genügend Wasser. So, und du hast ein Speicherproblem. Dein Store. Nö, was hast du denn für ein Problem? Hm? Bridge? Ah, 40 Units per Slot. Ja, das Ding ist voll. Mit Holz. Okay, also wir müssen irgendwo unser Holz noch loswerden. Haben wir denn schon. Nee. Haben wir noch nicht. Was, wie sieht es hier aus? 700.000 von, ach du Grüne. Bei Gathering. Bei Farming haben wir 36.000, okay. Und bei Industrie haben wir 15.000. Na gut, okay. Außer bei Logistik. Da geht es so langsam vorwärts. Naja. Gut. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Was können wir denn hier euch noch Gutes tun, was wir so einfach so mal herstellen können? Wir könnten. Das können wir nicht. Wheat können wir hier noch verkaufen. Wir können ja mal gucken. Vegetables, geht der Preis zwar gerade runter, aber das macht ja erstmal nichts. Weizen können wir da drinnen verkaufen, dann brauchen wir auch noch mehr Wasser. Wie sieht es denn hier unten eigentlich aus? Was braucht ihr denn noch so an Nahrungsmitteln? Farmer Market. Ihr nehmt auch zwei Vegetables, nehmt ihr auch ab. Das heißt, wenn wir hier theoretisch noch eine Farm hinbauen, Wasser könnten wir ja hier, so überall kriegen wir auch, na hier können wir ziemlich viel Wasser kriegen. Dann können wir nämlich hier Wasser abholen, dann können wir hier noch eine Farm hinbauen und dann können wir das hier mit einer Farm noch ein bisschen bedienen. Ein bisschen Geld verdienen. Gut. Ja, noch haben wir 6 Millionen und 11.000 minus, das geht, das hält sich. Gut, dann machen wir hier einmal eine, so ist er weit genug weg, ne? Okay, geht sowieso nur da geht's gar nicht. Achso, okay. Dann haben wir doch plus 4. Naja, gut, egal. Also eigentlich auch nur 3. Aber wir haben schon mal 3. Gut, das müssen wir natürlich verbinden. Und dann brauchen wir noch eine Farm. Machen wir erstmal hier Dirty Road. Zack. Einmal ran in die Straße. Einmal hier quer rüber. So. 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 Anschluss. Gut. Dann können wir. Upsala. Hier ist immer gleich automatisch scrollt am Rand, kann man das ausschalten? Ich muss mal nachher mal den Dings gucken. Dann brauchen wir hier nochmal Landwirtschaft, eine Crop Farm. Rotate daran. Rotate ein Feld, zwei Feld, drei Feld. So. Und dann gehst du nämlich hier Destination, Choose Destination, Farm, die hier ganz nah dran steht. Vegetables und du. Produzierst das einfach und du kriegst Destination Commercial Big. So, dann darfst du nämlich einfach mal nach Big fahren. Dann kann nämlich Big größer werden, weil sie kriegen dann auch noch ein bisschen mehr Leute dazu. Und vielleicht wollen sie dann noch irgendwann ein bisschen mehr haben. So, Äpfel wird hier schon irgendwo hergeliefert. Fisch bekommen sie. Sind wir bei 98%? Naja, gut. So, okay. Das haben wir schon mal. Dann sollte sich das hier unten schon mal ein bisschen besser auch einhandeln. So, dann müssen wir hier mal gucken, wo kriegen wir denn noch Lumber? Achso, das war drehen der Karte, das wollte ich nicht drücken. Wo kriegen wir denn noch Lumber verbaut? Generell in der Paper Mill. Wir müssten das Zeug aus der Paper Mill aber raustransportieren, wenn wir hier die Produktion umstellen wollen, ne? Mal Kartonage herstellen, Mann, ich weiß gar nicht. Oder wollen wir eine zweite für Kartonage machen? Wie ist denn das überhaupt hier? Storage? Papier sammelt sich so langsam, aber ganz langsam an nur. Fragt sich, wo es denn hingeht. So, kann man hier irgendwo Kartons drin verkaufen in irgendeinem Laden?
Nee, der will auch alles mögliche, nur keine Kartons. Was willst du haben? Plantation, achso. Oh, hat doch wirklich bloß die beiden. Ups, das ist ja natürlich schade. Glas kann man nicht machen. Iron Ore. Interessant, dass man hier Iron Ore los wird. Aber Wheat. Wheat ist natürlich noch ein Gut, was man jetzt wirklich noch gut anstreben könnte. Das machen wir mal auch noch. Das heißt, wir müssen uns irgendwo eine Stelle suchen, wo wir Wasser herkriegen. Ausreichend Wasser. Dann nehmen wir den Teich hier. So. Gut, dann brauchen wir erstmal. Achso, nee, warte, wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal davon aus, dass wir eine Wasserquelle oder ein Wasserdingsbums hier brauchen. Zack. Und dann können wir hier 1, 2, 3 Stück. Und was ausbauen, können wir da sogar 5 anbauen. Super Sachasani. Ja, nö, ist klar. Brauchen wir ruhig die Straße. Also wenn er hier automatisch im. Das sieht doch scheiße aus. Na egal. So. Baust die Straße hier gerade runter. Und dann hier die Farm bleibt dann erstmal Farm. Und dann kommt gleich die nächste daneben. Da sagen wir hier. Nee. Crop Farm. Gedreht. Angebaut. Gedreht. Ein Feld. Zwei Feld. Drei Feld. Und die Straße nochmal verlegen. Das werden wir nämlich gleich tun hier. Warte mal, die Straße verlegen. So, Straße hier runter. Zack. Zack. Wo ist der bullige Dozer? Da. So. Das hat sogar nachher am Ende einen Plan. Gut, dann. Was ist da los? Achso, hier, du, Destination und zwar Farm und dann, die müsste es sein. Die bekommt aber als erstes mal eine andere Produktion und zwar, ach du Schande. Das kann ich noch gar nicht. Oh, super. Bin begeistert. Gut, okay, was ist denn hier noch für ein Konstruktionsfail? Achso, da ist die Straße noch nicht angebunden. So. Kann ich noch gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt. Boah, was haben die denn hier alles gebaut noch? Was ist das denn hier? Grapes. Weintrauben. Orangen. Die bauen in die ganze Stadt zu hier. Ich glaube, wissen wir, das mal ist. Ob ich das einfach abreißen darf. Oder kaufen. So. Jetzt wollte ich Weizen machen und ich darf noch nicht mal Weizen machen, weil im Forschungstree steht drin, dass ich Weizen erst ab. Da. Da kann ich dann Weizen machen. Ja, verdammt. Das ist hier jetzt nicht so gut. Ah. Moment. Werde ich das vielleicht in Stroke Hill los? Ich werde mal. Dann schicke ich euch einfach noch Stroke Hill. Cruise Destination, Commercial, Farmers Market. Quick haben wir schon angeschlossen, Stoke Hill. Ja, machen wir Stoke Hill. Fertig aus, gehen noch 5 Tracks hin. So. Du? Unreachable wird. Unreachable? Habe ich da noch einen Straßenbaufehler drin? Ja, da habe ich noch einen Straßenbaufehler drin, Entschuldigung. So, Entschuldigung. So, mit so vielen Fahrzeugen wie geht, Wasser dahin transportieren und gut ist. Dann haben wir von hier. Wird das dann hier durchgefahren bis dahin? Das dauert eine ganze Weile. Naja, gut, das wird wahrscheinlich. Wäre mit einem Zwischenlager wahrscheinlich viel besser. Aber es läuft ja erstmal. So, hier sieht es hier unten aus. Wasser. Hm. Gut, ihr habt genug Wasser. Das heißt, wir könnten theoretisch einen zweiten hier hinbringen, aber. Muss man ja nicht. So, Vegetables sind jetzt 2 dort. Kommt da gerade an. Da kommt er gerade mit Fisch an, ne? Oh ja, da kommt er gerade mit Fisch an. 5 Stück. So, was kommt da an? Mit Brettern? Warte mal. Holz. Destination. Hat erstmal genug. Commercial.
Mach bringen das Holz dahin. So. Bestseller. Bestseller? New issue, everyone heard it. Book Prize. Deluxe Book Prize. Radio Receiver Prize. Okay. Egal, aber hier können wir Holz her transportieren. Und das auch noch verkaufen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Interessant ist, dass hier hinten wirklich auch welche rumfahren von denen, ne? Naja, gut. So, Farmers Market haben wir 2000 und ein bisschen was eingenommen. Ja, Fruits haben wir noch nicht. Vegetables, das liefern wir. Fisch liefern wir. Na gut. Da werden wir den Preis ein bisschen wahrscheinlich in den Keller treiben. Aber. Nun ja. So, was haben wir denn hier noch Schönes alles? Denn hier wächst dann mal die Stadt ein wenig. Ja, wächst auch. Was kann ich dir denn Gutes tun? Dir kann ich Wasser andrehen, Coca. Alles Mögliche. Was ich alles nicht habe. Theoretisch könnte ich das überflüssige Wasser dahin verkaufen, aber. Gut. Wie sieht's hier aus mit der Farm? Einmal Wasser hast du schon gekriegt. Jetzt kriegst du dreimal Wasser, fünfmal Wasser. Sehr gut. Gut, ich glaube, ich kann mal ein bisschen beschleunigen. Und das mal ein bisschen durchlaufen lassen. Und dann gucken wir mal, wie es sich so mit den Finanzen. Naja, es. Sagen wir mal so, wir sind wieder bei 4,8 Millionen. Das ist wieder so der Punkt, wo ich dann so gesagt habe, so langsam müssen wir aufs Geld aufpassen. Sollten wir auch wirklich tun. So, Lumberyard, der kann jetzt erstmal hier aus dem Storage ein bisschen was verbrauchen und der hat ja noch genügend. Das stellen wir dann um. So, gucken wir doch mal, wo sind denn unsere Holztransporter? Da sind welche mit Vegetables unterwegs, hier sind welche mit Holz unterwegs. Theoretisch können wir da auch Fisch hinbringen. Dann. Ach, der hat jetzt gerade an den Markt gebracht, oder wie? Interessant. So. Interessant, interessant. Ich weiß nicht, ob ich das da verkauft kriege, aber da steht ja ein Preis dran, ne? Aber eigentlich sieht es so aus, als wenn ich hier weiter... Naja, gut. Keine Ahnung, ich bringe es jetzt erstmal dahin, mal gucken, ob das einer abkauft. Ist ja erstmal nicht so verkehrt, glaube ich. Obwohl das ja eigentlich Verkäufer heißt, ne? Fisherman, Region, Fische und Holz, ja. Das ist das Problem. Wir haben hier keine Erze, ne? Wo gibt es denn Erze zu bauen oder abzubauen? Hier hinten gibt es ein bisschen Öl. Ne? Gaspunkt? Nein, ich wollte Windmark anklicken. Gas gibt's, Wood, Öl und Fisch. Alter, hier ist aber auch eine Industriegebiet. Guck dir das mal an. Gaspumpe. Ja, alles gebaut. Oil Drill. Pff, okay. Gut. Und hier haben wir den Minen. Okay, Koppermine haben wir, hätten wir hier oben gehabt. Ein Riesengebiet hier, ne? Meine Herren. $3,7 Millionen. Aber hier hättest du alles gekriegt. Hier hättest du Kohle gekriegt, Kopper, Fisch. Und Eisen, also alle drei Minenteile kann ich jetzt hier bauen können. Naja, okay, gut. Wir versuchen uns ja hier erstmal. Also das ist wirklich hier wieder eine Landwirtschaftsregion geworden. So, jetzt ist hier der Laden voll. Und alle drei können nicht mehr abliefern. Oh, mehr LKWs kann ich aber wirklich nicht anstellen dafür. Papermüll hat noch 36. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da Geld für kriege für das. Oh, ich habe einen Punkt. Ich habe einen Tech Tree Punkt. Ja, Logistik. Na gut, da könnte man jetzt erstmal von Dispatch Slot dazu oder ja, machen wir erstmal. So. Dann haben wir jetzt nämlich in jeder Fabrik quasi einen Slot mehr, wo wir sagen können, wo es denn hingehen soll. Ne? Bei hier Destination, da können wir jetzt hier einen zweiten angeben. Was fürs Wasser natürlich ganz interessant ist, dann bräuchte man hier diese Wasserverteilungsstation erstmal nicht dazwischen. Aber nun haben wir sie erstmal da und das ist ja schon mal nicht schlecht. So, hier, das läuft ja auch wunderbar. Das läuft auch wunderbar und dann haben wir hier Butter. Ich denke mal, das wird hier voll laufen. Nö, macht's gar nicht, okay.
So, da kommen die fünf LKWs mit dem Holz, okay. Naja, 11.000 minus im Monat, das kann man mal machen, also das ist okay. Für den Stand, den wir jetzt momentan haben, wir können ja noch nicht alles bauen, wie wir es wollen. Aber ich finde es echt interessant, wie sie das hier alles ringsrum zugebaut haben, ne? Komplett die ganze Stadt ringsrum zugebaut. Hier hat sie sich jetzt so weiterentwickelt. Das stand vorher nicht da. Long Hill. Na gut. Aber, wie es weitergeht. Wir haben jetzt zu versuchen, Big jetzt noch ein wenig hier mit auszubauen. Die haben sogar auch einen Fisherman's Pier da unten. Und unseren Einfluss auf diese Stadt auch noch ein bisschen mit zu erhöhen und dass das hier schnell wächst. Und wir mehr Kunden kriegen für unser Zeugs. Die Fischerei scheint wunderbar zu laufen. Storage läuft doch nicht voll. Hier der Farmers Market. Läuft das Storage nur mit Wasser voll, aber okay, das ist zu erwarten gewesen. Da werden wir spätestens, wenn wir das hier ausgebaut haben, noch mehr Wasser kriegen. Dann können wir dann in diesem Bauformat hier drüben noch bestimmt eine anbauen. Beziehungsweise auf der Seite hier noch eine Farm oder ein Orchard. Irgend sowas machen, wo wir noch Zeugs bekommen. Gut. Man könnte, hätte natürlich diese Farm jetzt auch hier vorne hinbauen können. Aber ist näher dran und dann zum Hinbringen nach Rock City. Ja, gar nicht mal so schlecht gewesen, die Idee, ne? Dass wir da unser Obst noch loswerden. Oder unser Gemüse. Muss man mal gucken. Wie es so läuft. So, letzten Monat gab es 27.000. Das war jetzt irgendeine große Zahlung hier. Was ist denn das hier? Das schwankt ja mal mächtig. Also, letzten Monat hatten wir 15.000. Aktuell haben wir 13.000. Last Month schwankt trotzdem immer noch. Das wäre das ist natürlich ein Ding. Kapiere ich jetzt nicht ganz. Aktuell sind wir sogar im Plus. Na, es wird schon schief gehen. Gut, also in diesem Sinne, wir sehen uns wieder. Falls euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen, beziehungsweise auch ein Abo. Ich würde mich darüber freuen, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.